ein großes Problem sind natürlich auch die Abschiebungen. Hunderttausende müssten aus Deutschland abgeschoben werden, weil sie keinen Asylstatus bekommen, weil sie kein Recht auf das Asyl genießen. Aber der Kanzler hat ja versprochen, es soll jetzt auch nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden. Doch der Teufel steckt mal wieder im Detail. Betroffenheit auf den Gesichtern von Herbert Reul, Hendrik Wüst und dem Kanzler in Solingen. Olaf Scholz kündigt Konsequenzen an. Abschiebungen sollen dazu beitragen, solche Taten in Zukunft zu verhindern. Auf dem richtigen Weg sei man schon. Der Deutsche Bundestag, der Bundesrat, der Bund, die Länder haben wir die Möglichkeiten massiv ausgeweitet, solche Rückführungen und Abschiebungen auch durchzuführen. Wir sehen eine Steigerung um 30% in diesem Jahr, wenn man das in Bezug auf das Jahr 2021 betrachtet, sogar um 2/3. Doch mit den Zahlen ist es immer so eine Sache. Rund 234.000 Personen sind im März dieses Jahres ausreisepflichtig, davon rund 46.000 ohne Duldung. Die Zahl der bisher in diesem Jahr abgeschobenen von knapp 4.800 ist im Vergleich verschwindend gering. Vor allem der juristische Status Duldung, unter den in diesem Jahr rund 188.000 Ausreisepflichtige fallen, klingt wohlmeinender, als er in Wirklichkeit ist. Den Status erhalten auch Flüchtlinge, die keine Ausweisdokumente haben. Da verwundert es kaum, dass Anwälte und Menschenrechtsorganisationen Asylbewerbern gerne die Vernichtung von Ausweisen empfehlen, um bleiben zu dürfen. Doch auch mit Ausweispapieren ist eine Abschiebung keineswegs Standard, wie der Fall von Solingen zeigt. Denn Deutschland tut sich schwer. Die nach Mannheim neu entflammte Debatte um Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, vor allem von Straftätern, bisher nicht zielführend. In der Regierung wird gestritten. Darf man Menschen in von Terrorregimen regierte Länder zurückschicken? Keinen mehr aufnehmen ist moralisch falsch und mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Leute abschieben zu können, ist eine Frage von politischen Regelungen, Übereinkünften. Übereinkünfte, zu denen die Regierung sich nicht einmal mit sicheren Ländern wie Tunesien oder Marokko durchringen kann. Ebenso wenig wie zu einer Auslagerung von Asylverfahren an die europäische Außengrenze, etwa nach Albanien, die sogenannte Drittstaatenlösung. Eine Entscheidung darüber wurde beim letzten Bund-Länder-Gipfel auf das nächste Treffen im Dezember vertagt. Deutschland beruft sich in der Asyldebatte lieber immer wieder auf europäische Lösungen. Doch eine gesamteuropäische Lösung scheint nicht in greifbarer Nähe. Und so wächst der Druck auf die Bundesregierung, eine nationale Lösung vorzulegen.